Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, da die Werbung mich unheimlich neugierig auf dieses Buch gemacht hat und das Buch mich auch tatsächlich ein wenig online verfolgt hat, dachte ich mir, ich möchte dieses Buch unbedingt gerne lesen und habe einfach mal beim Verlag angefragt, ob sie mir dieses Buch zur Verfügung stellen könnten. Und dem war auch so und aus dem Grund möchte ich mich erst einmal ganz recht herzlich bedanken, dass der Inselverlag mir dieses Buch zur Verfügung gestellt hat und ich dieses Buch genießen durfte. Und um welches Buch es sich jetzt handelt, das seht ihr wie immer jetzt. Gesehen habe, möchte ich euch heute den Roman Die Geheimnisse meiner Mutter von Jessie Burton aus dem Inselverlag vorstellen. In diesem Roman begleiten wir auf 582 Seiten die Protagonistin Rose, welche versucht, auf ihre Lebensfragen Antworten zu erhalten. Ihr Vater, bei dem sie aufwächst, kann und will ihr auch ein Stück weit die Fragen nicht beantworten, aber er gibt ihr den Tipp, dass die Schriftstellerin Constanze Holden ihr vielleicht ihre Fragen beantworten könnte. Und ja, wie das dann nun mal so ist, versucht nun Rose, die Schriftstellerin Constanze Holden zu finden und in der Hoffnung versucht sie auch, ihre Fragen zu beantworten. Und ob ihr das gelingt, das erfahrt ihr, wenn ihr den Roman liest. In dem Roman verarbeitet die Autorin zwei verschiedene Zeitströme. Und zwar der erste Zeitstrom beinhaltet die Vergangenheit der Mutter. Wir tauchen in das Leben der Mutter ein in den 80er Jahren und in die Beziehung zu der Schriftstellerin Constanze Holden. Und zum anderen haben wir den Zeitstrom der Gegenwart und hier begleiten wir die Protagonistin Rose. In beiden Zeitströmen bekommen wir immer wieder kleine Puzzleteile, sag ich mal, die das Bild beider Leben immer weiter vervollständigen. Und beide Zeitströme liefern möglicherweise auch immer Antworten, ein Stück weit Antworten auf die Fragen von Rose selbst. Und wie hätte es anders sein sollen, kreuzen sich irgendwann beide Zeitströme, wenn man das so sagen darf, miteinander. Und ich finde, dass die Autorin einen wunderbaren und einen sehr, sehr guten Zeitpunkt getroffen hat, an dem sich diese beiden Zeitströme miteinander kreuzen bzw. miteinander verbinden, sage ich mal. Ich finde, er ist nicht zu früh gewählt, dass man quasi noch nicht sehr viel in der Hand hat und auch noch kein Gefühl für die Protagonistin hat oder Protagonisten und aber auch nicht zu spät, dass man am Ende bloß nur 20, 30 Seiten hat, die in dem Buch verbleiben. Ich finde es unheimlich wichtig, bei dieser Art von Buch oder diese Art von Genre, dass der Zeitpunkt einfach stimmt, wenn mit zwei verschiedenen oder sogar mehreren Zeitströmen gearbeitet wird, dass da einfach der Zeitpunkt stimmen muss, wann diese Zeitströme sich miteinander verbinden. Und ich finde, das hat meiner Meinung nach Jessie Burton hier wahnsinnig gut gemeistert. Des Weiteren finde ich auch die Protagonistin Rose selbst, aber auch die beiden anderen Frauen, sehr, sehr scharf gezeichnet. Ich hatte das Gefühl, dass ich neben ihnen existieren könnte, wenn man das so sagen darf. Ich konnte sie verstehen, ich konnte mich in sie hineinversetzen, vielleicht nicht immer verstehen, vor allen Dingen von der Mutter Elise und der Schriftstellerin Constanze, aber nichtsdestotrotz konnte man ihr Handeln ein Stück weit nachvollziehen, man konnte sich in sie hineinversetzen. Das Ganze wurde natürlich auch unterstützt, dass Rose natürlich auch in einem Alter war, der mir sehr, sehr ähnlich ist. Auch die beiden Frauen in der Vergangenheit waren in meinem Alter oder sind in meinem Alter ungefähr. Und dadurch macht natürlich das Verstehen der Protagonisten um einiges leichter, als wenn das jetzt, sage ich mal, Jugendliche gewesen wären oder 20, 30 Jahre ältere Frauen gewesen wären. Nichtsdestotrotz, auch wenn die jetzt in meinem Alter sind, fand ich dennoch, dass die Protagonisten sehr, sehr scharf gezeichnet sind und auch so, wurden einfach lebendig beschrieben, meiner Meinung nach. Das
Einzige, was ich an dieser Stelle vielleicht kritisieren würde, wäre, Alice, die Mutter und Constanze waren ein Liebespaar. Das ist überhaupt nicht meine Kritik. Meine Kritik ist einfach, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass in den 80er Jahren die Beziehung so leicht gelebt hätte werden können. Wir befinden uns zwar in L.A. und ich kann mir vorstellen, dass L.A. aufgrund dieses ganzen Film und Fernsehen vielleicht ein Stück weit lockerer gewesen ist, aber in den 80er Jahren, ich weiß nicht, ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass auch in L.A. Mit Homosexualität so locker umgegangen ist. Ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen. Sollte es doch so gewesen sein, dass es in L.A. so gewesen ist, dann vergesst meine Kritik. Ich habe jetzt auch nicht nochmal recherchiert, ob das dem so ist, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Klar kann man jetzt argumentieren, die Beziehung, also das, was man liest, findet nicht so im öffentlichen Raum statt. Und wenn sie im öffentlichen Raum sind, dann leben sie ihre Beziehung nicht so aus, sag ich mal. Und von daher könnte man Rückschlüsse ziehen, dass sie ja ihre Beziehung nicht so nach außen tragen. Aber nichtsdestotrotz ist ja immer irgendwie, kann ich mir jedenfalls vorstellen, dass man da ein Stück zurückhaltender ist und vielleicht die Gefühle nicht so ein Stück weit nach außen trägt. Und das ist ja doch hier das ein oder andere Mal passiert. Aber das ist mein einziger kleiner Kritikpunkt, was dem Buch tatsächlich meiner Meinung nach nicht ganz so schadet. Weil hier wird dennoch ein sehr, sehr offener Umgang mit Homosexualität stattgefunden hat, was ich wahnsinnig gut finde und was auch einfach in unsere heutige Zeit einfach gehört. Des Weiteren, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass dieses Buch gut dazu geeignet ist, vielleicht auch ein Stück weit eigene Fragen für sich beantworten zu können, die man sich vielleicht auch im Leben gestellt hat oder gerade ist dabei zu stellen. Sicherlich, was diesen Familienpart angeht, die eigene Mutter, kann man sich hier vielleicht nicht viel rausziehen. Aber so andere Dinge, wo steht man im Leben, welche Entscheidungen stehen einem bevor und wo will ich vielleicht auch in 15 Jahren sein. Ich finde, dazu eignet sich das Buch sehr, sehr gut und es hilft einem einfach dabei. Des Weiteren hat mir auch der Schreibstil der Autorin sehr gut gefallen. Für mich ist es ja das erste Buch der Autorin und ich fand ihn sehr aussagekräftig, ich fand ihn sehr direkt, aber ich fand das Interessante daran, dass der Schreibstil, aber auch der ganze Aufbau des Buches dafür gesorgt haben, dass ich dieses Buch sehr, sehr langsam gelesen habe. Das Buch ist ja, wie ich schon sagte, in verschiedene Zeitströme eingeteilt. Also man liest halt immer Vergangenheit, dann Gegenwart und Vergangenheit. Und ich persönlich konnte immer nur diesen Abschnitt am Stück lesen und danach brauchte ich erstmal eine Pause. Das meine ich tatsächlich überhaupt nicht negativ. Eher sehr, sehr positiv, dass man immer das Gefühl hat, man braucht nach diesem Abschnitt einfach eine Pause, um nachzudenken, was die Autorin damit sagen wollte, was Rose uns sagen wollte, was vielleicht auch die Mutter uns sagen wollte. Und danach hat man, wenn man diese Pause quasi hatte, einfach sehr, sehr gerne weitergelesen. Man wollte wissen, wie es weitergeht, wie geht es mit Rose weiter, findet sie ihre Antworten, kommt sie in ihrem eigenen Leben klar und so weiter. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert, dass das so gut harmoniert hat mit dem langsamen Lesen, aber auch diesen Weiterwissen wollen und dass es sich irgendwie so eingependelt hat, dass man immer einen Abschnitt gelesen hat, also einen Zeitabschnitt gelesen hat und dann war aber auch erstmal gut und man konnte ja ein anderes Buch sich nehmen und da weiterlesen oder was auch immer. In dieser Langsamkeit habe ich es tatsächlich noch nie erlebt, dass man ein Buch so langsam lesen kann, aber trotzdem alles noch behält und es einem das Gefühl gibt, dass man trotzdem alles gerne weiter wissen möchte oder wie es weitergeht, fand ich sehr, sehr gut gelungen. Ich kann euch dieses Buch tatsächlich nur empfehlen, vor allen Dingen für mich gehört es so ein bisschen in diese Kategorie Generationsroman, Familienroman steht, aber auch mit dem Wechsel zwischen Vergangenheit und Generation damit zurechtkommt, weil ich zum Beispiel bin ein Typ, der
kann das in Filmen überhaupt nicht ab, wenn zu oft hin und her gesprungen wird. Aber in Büchern ist es für mich absolut kein Problem, zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her zu switchen. Und wer damit zurechtkommt und für wem das gar kein Problem ist, dem kann ich dieses Buch uneingeschränkt empfehlen. Ich mochte es, ich mochte den Schreibstil der Autorin, ich mochte die Art, wie die Zeitströme miteinander verfließen, wie die Protagonisten gezeichnet worden sind und dass man zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hat, dass einem langweilig wird und dass hier Längen drin sind. Für mich war es ein wirklich tolles Leseerlebnis und kann es euch dadurch nur empfehlen. Bei der Recherche zu diesem Buch habe ich festgestellt, dass ich auch hier in diesem Fall schon bereits ein Buch von der Autorin habe, und zwar ist das Die Magie der kleinen Dinge. Ich habe es mir, glaube ich, Ende letzten Jahres gekauft und habe es noch nicht gelesen. Wen wundert's? Ich kann euch noch nicht mal sagen, um was es geht. Aber ich glaube, es ging damals auf YouTube und Instagram ein Stück weit rum und die Meinungen waren, glaube ich, ein bisschen, ja, zwiegespalten. Aber ich bin tatsächlich auch hier schon sehr gespannt auf das Buch, weil mich dies einfach überzeugen konnte, nämlich konnte Jessie Burden mit dem Geheimnis meiner Mutter überzeugen, und ja, bin gespannt, die Autorin auch noch weiter für mich entdecken zu können. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr die Magie der kleinen Dinge fandet, falls ihr es gelesen habt, aber natürlich auch zu die Geheimnisse meiner Mutter. Da wäre ich sehr, ja, erfreut drüber, wenn wir uns über die Bücher austauschen könnten. Ansonsten kann ich euch nur noch einen schönen Tag, schöne Lesestunden und vielleicht sogar mit Die Geheimnisse meiner Mutter von Jessie Burden wünschen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!